Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zur Schicksalsklinge HD. Wir befinden uns auf dem Totenschiff, sind hier irgendwie ins zweite Unterdeck durchgebrochen und müssen mal gucken, wie schlimm das hier wirklich wird. In die Richtung wollen wir weiterlaufen. Dann schauen wir uns doch hier mal ein bisschen um. Wer ist denn inzwischen alles seekrank? Rhiannon, Andrasch und Fiora immerhin nicht. Kleiner Trost. Hier geht's wieder nach oben. Blutfleck, Spinnenweben. Ups. Zombie, Zombie, Mumie, Mumie. Zwei Mumien, zwei Zombies, direkte Attacke Patzer hier. Puh, da bin ich ja mal gespannt, was hier noch alles auf uns zukommt. So, Frenja, du hast eine Wurfaxt in der Hand, wenn ich das richtig sehe. Dann komm noch mal so ein bisschen herumgeschert. Wirft der Mumie das Ding direkt dran vorbei. Kann man das so deutschen? So, André. Kablemo. Fünf. Aha. Isora kommt dann wohl hier auf die Seite, nimmt den orkischen Schamanenstab zur Hand und verplättet der Mumie eine. Mehr oder minder. So, Andrasch kann hier direkt ein bisschen rumgehen. Das wäre, glaube ich, kann. Wäre das gut? Wie sieht's denn aus? Eins, drei, vier, sechs. Eins, drei, fünf, sechs, acht. Nee, da kommt sonst keiner ran. Also kann Andrasch auch ein bisschen hier Platz machen. Und der Mumie eine verplätten. Zack. Uff, für 28. Mal sehen, ob Fiora da vernünftig nachsetzen kann. Das wäre brillant. Wäre brillant gewesen haben tun. So, Kampfmusik ist schon wieder aus hier irgendwie. Zwei. Wow. Gehirn. Ich weiß gar nicht. Die Zombies im schwarzen Auge fressen gar nicht Gehirn. Jedenfalls nicht zwangsläufig. Aha. Treffer. Sehr gut. Noch ein Treffer. Mehr oder minder. Ach so. Fiora wollte gar nicht. Die hatte ja immer noch Totenangst 2. Ein viel zu hoher Wert, um hier regelmäßig dran zu sein. Nein, Rondriel. Fällt immer noch nicht um. So. Jetzt mischt. Ja, Frenja nimmt die Nahkampfwaffe in die Hand und die Kampfmusik geht an. Habe ich mir gedacht. Damit sie noch schöner daneben hauen kann. Aha, aber Fiora regelt. So, ein Andrasch regelt auch. Aber ich meine, wenn hier alle regeln, kommen wir aus dem Regeln gar nicht mehr raus. Und da haben diese Untoten ja überhaupt gar keine Chance. Tackepatzer, hast du deine Waffe fallen lassen, gute Frau? Ja, hat sie. Zum Glück kann die Waffe nicht zerbrechen. Zack, nimm das. So, wir lassen Frenja da drüben so ein bisschen alleine. Aber natürlich nicht ganz alleine. Wir sind ja keine Unmenschen und Zwerge. Und Elfen. Aha.
So, Frenja macht hier noch ein bisschen Platz für die anderen. Funktioniert großartig. So, Rhiannon bekommt ihre Wurfwaffen wieder, Frenja bekommt ihre Wurfwaffen wieder. Muss sie Nahkampfwaffe mal? Nö, muss sie noch nicht. Die ist noch gut in Schuss. So, einmal speichern. So, wir sind auf dem zweiten Unterdeck, ne? Dann gibt es doch bestimmt irgendwo noch ein drittes. Wo wir dann auch noch durch den Boden fallen können, so ein bisschen. Irgendwo. Es knarzt hier auch so schön. So, wie war denn das? Geht's hier runter? Dritte Unterebene, ja. So, hier hatten wir uns schon umgesehen. Das heißt, hier drüben haben wir noch eine Tür. Andrasch, mach mal auf. Und dann stürmen wir hier heldenhaft rein. Stellen fest, Skelette. Zombies und eine Mumie. Und Rond repariert hier erstmal mit seiner Schleuder. Richtig krass. Ach, Fiora hat keine Raumangst mehr. Wer war jetzt starr vor Angst? Wer wäre dran gewesen? Ich weiß es nicht. So, wen schnappen wir uns denn zuerst? Ah, dieses Skelett hier. Dieses Skelett. Beide. Ich tendiere ein bisschen zu beiden. Piu. Ach, guck mal, bei Isora. Haben wir gar nicht die Waffe gewechselt. Ja, und wir müssen jetzt leider dran sein, wenn wir halt dran sind. Weil wir ansonsten immer das Risiko großartig eingehen, an Totenangst zu leiden und komplett zu erstarren. Ja, die Kampfrunde lief noch nicht so brillant. Ich meine, kann ja alles noch werden. Da wird gar nicht mehr angezeigt, was passiert ist. Ein Treffer für Lebenspunkte. Unsere am dicksten gerüstete Frau hat es da erwischt. Jetzt haben die hier alle so blockiert und zugestellt und ach, das sieht doch nicht schön aus. Für 8. Das kann sich aber schon sehen lassen. So, will Rondrie sich hier vielleicht am Nahkampf ein bisschen mit beteiligen? Darüber könnten wir mal nachdenken. Könnte er eigentlich mal tun, ne? Dann kann er hier nämlich seinen wunderschönen magischen Silberstreitkolben rausholen. Und nein, das ist kein Euphemismus für irgendwas. Oh, und damit 8 Schadenspunkte anrichten. Zack. 12. So, umfallen. Aber sowas von. Nein, Andrasch wurde getroffen. Auch für 2 Punkte. Aber keine Sorge, Rondril wird dich rächen. Vielleicht nicht. Das war außerdem auch der andere Zombie. Aber das spielt ja keine Rolle. Da ist Rondril komplett im Berserker-Modus. Der schlägt da um sich. So, Frenja wechselt hier auch in den Nahkampf. Stürzt sich auf diese Mumie. Hat auch getroffen für Schaden, denke ich. Das Blut gespritzt. Trommelwirbel.
Ja, 4. So, wo hilft denn Rianon? 2, 3, ah, nee, das wird nichts. Steht sie nur Isora im Weg. Dann schnappt Rianon sich ihren eigenen Zombie. Wenn die anderen sie nicht mitspielen lassen wollen. Rondrill tappelt hier ein bisschen rum. Und Attacke auf die Mütze. Beziehungsweise voll auf den Schädel. Attacke Patzer. Ach, oh, sie hat sich an ihrem eigenen Kurzschwert geschnitten. Da gehört schon einiges an Untalent dazu. Miau, hey. Hey. So, was habt ihr jetzt davon? Puh, noch ein Attacke-Patzer. Und da war ein Parade-Patzer. Hier wird gepatzt in einer Turne. Wahrscheinlich schaukelt das Schiff einfach sehr stark. Ist der Frontrail hier als Vierter rangehen? Hätte er einmal lieber seine Schleuder gezogen? Ich habe nichts gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Oh, was haben wir denn hier? Ein Feuerbann-Amulett. Was das nur macht, das sollten wir mal untersuchen. Säbel lassen wir, glaube ich, hier liegen. Die ollen rostigen Dinger. Aber ein Feuerbann-Amulett. Das hört sich zumindest richtig stark an. Vielleicht sollten wir noch mal eine kleine Rast einlegen. Mal schauen. Ne, Rianon hat ja so ein bisschen was abbekommen, auf jeden Fall. 9, 8, 10. Ja, da könnten wir eigentlich mal ein bisschen heilen. Auch voll geheilt. Sehr schön. Und hier auch 10. Frenja fühlt sich nicht wohl, die hat ein bisschen Raumangst. Das macht nichts. Rhiannon hat auch ein bisschen Raumangst. Raumangst und seekrank. Das ist keine so coole Kombination, finde ich. So, eigentlich waren wir ja dabei, diesen Raum hier erkunden zu wollen. Also dabei, den zu erkunden, waren wir noch gar nicht. Ein vergilbtes Pergament. Oh, das ist doch ein Rezept, oder? Kann man die Truhe aufmachen? Nee. Das ist keine Truhe, die man aufmachen kann. Der Boden gibt nach unter euch und ihr stürzt alle in die Tiefe. Schon wieder. So, drittes Unterdeck. Ich weiß nicht genau, wie viele Unterdecks dieses Schiff hat. Die See ist rau und gnadenlos. Andrasch wird kreidebleich und übergibt sich nochmal. So, wir sind hier mittschiffs irgendwie, ne? Gucken da in Richtung Heck. So, ich wollte das Ding hier mal lesen. Ein altes beschriebenes Pergament. Dies ist ein Rezept zur Herstellung eines Heiltranks, meint Isora nach einem kurzen Blick auf das Dokument. Ja, halt das mal. Den haben wir jetzt direkt kopiert, den Heiltrank. Alchemie dauert leider sehr, sehr lange in dem Spiel, ne? Und so 3 Tage in der Taverne rumgurken, nur um hinterher einen Heiltrank zu haben, ist irgendwie nicht so cool. Für das Geld, das man dafür die Übernachtung ausgibt, kann man auch locker einen Heiltrank kaufen. Fast. So, wir sind ja also durchgebrochen. Wunderbar. Dann schauen wir uns doch hier mal um. Eine Tür führt zum Bug, eine führt zum Heck. So. Es ist nicht Boron, sondern Marbo, ne? Ein glühendes Symbol. Dieses Symbol gehört Marbo, der Tochter Borons, meint Andrasch. Hat nicht diese Alte in seinem Seemannsgarn erwähnt? Sie hätte das Schiff möglicherweise verflucht? Kann sein.
Kann ich mich nicht mehr genau daran erinnern. Ist hier eine Kiste, die man öffnen kann? Nee. Ist hier jetzt eine Kiste, die man öffnen kann? Nee, auch nicht. Ach, Menno. Warum haben die denn hier Kisten und Körbe im Spiel? Das ist so gemein, die man nicht öffnen kann. So. Hier ist also das Symbol der Mabo eingeritzt. Eine Menge Blut. Es leuchtet sogar, ne, das Symbol der Mabo. Also es ist nicht wirklich eingeritzt. Quietsch. Ah, hier geht's wieder hoch. Ich meine, wo wir schon mal hier unten sind, können wir uns hier auch in Ruhe umschauen. So viel Ruhe, wie man halt mit Seekrankheit auf einem Geisterschiff hat. Okay, beruhigen Sie sich, gute Frau. Adora von Greifenfurt. In Zwölfen sei Dank. Mein Name ist Adora von Greifenfurt und ich werde bereits seit mehreren Monaten hier in einer magischen Starre gefangen gehalten. Ich habe im Auftrag des Großinquisitors dieses Schiff gesucht, um es zu vernichten. Ich stehe in eurer Schuld. Um dieses Geisterschiff endgültig zu versenken, müsst ihr mit einem zierlichen goldenen Schlüssel die Truhe im Steuerhaus öffnen und den Dämonen, dessen Kraft das Schiff über Wasser hält, in seine Sphäre zurückschicken. Soll ich euch begleiten? Ja, nee, wir wollen eigentlich keine Begleiterin, ne? Wir wollen die Abenteuerpunkte alle für uns haben. Nee. Wie ihr meint, solltet ihr jemals meine Dienste benötigen, findet ihr mich in Torwall im Vier Winde. Ich gehe derweil auf euer Schiff zurück. Habt euch wohl. Naja, auf dem Weg nach draußen kannst du ein paar Zombies erschlagen. Ja, die Abenteuerpunkte werden bei uns abgegeben. Okay, also sie weiß, wie man dieses Schiff hier versenkt. Ist ja schon mal gut. Wäre natürlich auch cool, wenn sie uns verraten hätte, wo wir besagten Schlüssel finden können. Aber hey, wir wollen es ja auch nicht zu einfach haben. So, wollt ihr in die zweite Unterebene weiter? Ja, danke. So, jetzt sind wir wieder hier oben. Wollten uns ja eigentlich noch in diesem Raum ein wenig umsehen. Nicht wieder durch das Loch fallen. Das wäre doof. Ich weiß gar nicht mehr, wo auf den anderen Ebenen das Loch war. Wahrscheinlich da, wo wir aufgehört haben zu erkunden. Hallo? Warum haben die hier so eine komische Abstellkammer auf dem Schiff? So, da geht's nach oben. Und hier gibt's keine Kiste. Ach, so gemein. Hier fehlt noch eine Menge vom Schiff. Gibt es da keinen Geheimgang, Leute? Wo ist die Geheimtür? Andrasch, such Geheimtür. Und wenn wir uns das angucken, wie viel Schiff da vorne noch ist. Ja, aber ich vermute... Die erste Unterebene, ja. So, hier können wir noch ein paar Truhen auf. Ach so. Müssen wir noch gegen Dämon kämpfen? Wahrscheinlich sollten wir vorher alles mitnehmen, weil wir haben ja gerade gehört, wenn wir den vernichten, dann geht das Schiff unter. Also nehmen wir hier alles aus den Truhen mit, was wir mitnehmen wollen. Ein Dolch zum Beispiel, der könnte ja magisch sein. Wenn ich hier irgendwas rumliegen lassen würde. So, hier immer geradezu. Und dann gibt es hier in der letzten Tür auf der linken Seite noch eine Kiste. Aha. Die Truhe ist leer. Ach, hier waren die 50 Dukaten drin. Wie geht's denn da rein? Ach, hier gibt es so viele Waffen.
nehme die erstmal mit. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht in Kampf gerate. Hier ist ja noch ein Raum, den wir nicht erkundet haben, ne? Okay, dann werden wir mal sofort hier geht's nicht gut. Gesicht oder Odem Arcanum. Okay, die beiden Amulette und den Rest können wir wegwerfen tatsächlich. Wie zum Beispiel diesen Dreizack. Und fort damit. Ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler. Wurfball. Und fort. Degen. Ja, der Degen könnte vielleicht sogar was wert sein. Da muss man mal gucken. Aber diese drei Wurfmesser brauchen wir auf jeden Fall nicht. Und fort damit. Hintermesser sind so gut wie nichts wert. So, wie sieht's bei Frenja aus? Schwere Dolche und Säbel. Können wir ruhig alle wegwerfen, denke ich. Ja, und dann sollte das passen. Den Dolch, den Rondril trägt, könnten wir eigentlich auch wegschmeißen. Hier waren wir auf jeden Fall schon. So richtig viele Locations, um diesen Schlüssel zu finden, bleiben hier gar nicht mehr übrig, ne? Ich dachte schon, hier wäre irgendein Totenbeschwörer mit dem Mantel. Das sind einfach nur Skelette. Ja, Rondril. Und so begab es sich, dass unsere Helden wie wild auf irgendwelche Skelette einschlugen. Zum Beispiel auf das da. Das prompt umfiel. So, welche Waffe hast du in der Hand? Ein Magierstab. Das sollten wir also so ein bisschen mit einkalkulieren. Wenn wir uns zum Beispiel hier rüber begeben. Die Waffen wechseln und dem Skelett ordentlich eine verpellen. Wovon das Skelett nicht angetan war. Denn es beschloss zu parieren. Ich glaube, die wollen sich gar nicht so richtig freiwillig verprügeln lassen. Als wenn die... Oh, hey. Als Skelette einen freien Willen hätten. Unbegeistert. So, vielleicht sollten wir hier einmal rumlaufen. Tap, tap, tap. Diesem Skelett eine verpassen. Wovon es auch nicht so richtig angetan zu sein scheint. Bringt aber nichts, wenn Fiora dafür 31 Punkte zuhaut. Aus dem Nichts tauchen plötzlich neue Gegner auf. Ist egal, wir haben gerade richtig gelegt hier. Kommen die denn alle her? Und nicht? Es sind nur die drei, oder? Also da ist nur ein neues aufgetaucht. Skelett-Bogenschütze. Frage ich mich natürlich direkt, ob Rondril was dazu zu sagen hat. Frenja leider starr vor Angst. Ja, die Ladies teilen hier richtig aus. Au, in Po, wie gemein. Naja, beinahe, beinahe.
So, Frenja hat noch eine Axt, wenn ich mich nicht irre. Aha. Voll daneben. Kann man nichts machen. Was passiert eigentlich? Also, wann die Unterstützung kommt, ist ja, denke ich mal, geskriptet, ne? Und zwar nach Kampfrunden. Und da frage ich mich natürlich spontan, was passiert, wenn man so einen Kampf beendet, bevor alle Verstärkungswellen eingetroffen sind. Ist der Kampf dann, wenn der letzte Gegner, der hier auf dem Brett quasi ist, umfällt, nicht beendet und man muss dann noch zwei Runden rumgurken, bis die nächste Verstärkungswelle kommt, oder ist der Kampf dann vorbei und man hat einfach die Verstärkungswellen umgangen? Ja, Andrasch, Runde chillen. Dann schauen wir mal, wie schnell wir dieses Skelett hier gelegt bekommen. Wenn da unsere nicht ganz so kampf- bzw. schlagkräftigen Helden und Heldinnen einfach dieses Skelett umstellen und Fiora und Andrasch da hinten rumgurken. Rückwärts. Also konnte er wenigstens Rhiannon im Auge behalten und genau sehen, wie sie ihm das Kurzschwert zwischen die Rippen sticht, was natürlich erklärt, warum das Skelett nur einen Schadenspunkt bekommen hat. Drei. Oh nee. Jetzt reicht es aber gleich. Genau. Rondriel will hier kurz einen Prozess machen. Es ist so dick gepanzert. Es ist auf jeden Fall ein bisschen dicker gepanzert. So, wir bewegen Fiora und Andrasch hier einfach aus der Schussbahn. Denn mit dem Bogen kann man, glaube ich, nicht auf ein benachbartes Feld angreifen. Ne? Dann ist das Skelett halt komplett machtlos hier. Es sei denn natürlich, man hätte es so programmiert, dass dann nahtlos in den Nahkampf wechselt. Für 24. Gut gemacht, Isora. So, euren Säbel lassen wir gleich hier liegen. Müssen wir uns noch mal heilen? Ich habe ja gehört, hier ist irgendwo noch ein Dämon. Auf den ich natürlich irgendwie, wie soll ich sagen, relativ wenig Lust habe. So, einmal heilen. Wen wollen wir denn heilen? Andrasch wahrscheinlich. Der hat 15 eingebüßt. Frenja 9, ja. 14, auch richtig gut. Andrasch übergibt sich aber gleich wieder. Und 6. Ja, das passt doch. Wunderbar. Oh, eine Kiste. Ob da ein goldener Schlüssel drin ist? Ich meine, die. Sprich den Namen desjenigen, der uns verflucht hat, und du wirst den Schlüssel zu unseren Seelen in deiner Hand halten. Ja, gut, das hört sich so an, als wenn der Schlüssel drin wäre. Hitman Tronde? Na, vielleicht nicht. Rastula Ehla? Nee. Svafnir? Erfahrt? Boron? Ich denke mal, Marbo war's. Leise knarrend öffnet sich wie von Geisterhand die Truhe. Ihr entdeckt einen zierlichen Goldschlüssel. Dann nimm ihn doch bitte an, dich, Andrasch. Ich habe gehört, dieser kleine zierliche Goldschlüssel könnte ein Dämon freisetzen. Ein zierlicher, schön gearbeiteter Goldschlüssel, ohne irgendwelche Gravuren. Den kann ich nicht mal wegschmeißen, ne?
als ein Questgegenstand ist. So, was müssen wir denn noch erkunden? Wir müssen nach oben und das Oberdeck ein bisschen im Steuerhaus. Wo sind wir hier gelandet? Im Steuerhaus, dann könnte das da schon die Truhe sein, die wir suchen. Ne, da geht's runter. Voll verwirrt, weil hier... Achso, das da ist eine geöffnete Tür. Aha. Und das hier ist die Tür, durch die wir nach draußen wollen. Oh, endlich wieder frische Luft. Und dann lauert uns hier so ein einzelnes Skelett auf, oder was? Ja, das wirkt noch nicht so ganz sicher hier. Sora ist als nächstes dran, das ist ganz gut, dann kann sie da nämlich Platz machen für die anderen. Nochmal den Schamanenstab hier zur Hand nehmen. So, Fiora, lass knacken. Die Knochen dieses Skelettes nämlich. Das war kurz, das war schmerzlos. Kam schon ein bisschen Freude auf. Oh, da geht's noch weiter hoch. Ein Zombie. Wo kommen die denn hier alle her? Also ich meine, klar, ein Fluch spielt eine Rolle, das habe ich schon mitbekommen. Oh mein Gott. Bei den Zwölfen quasi. So, Isora mit dem Magierstab jetzt hier. Klar, Bums. Einer. Und Andrasch überhaupt noch dran? Wahrscheinlich nicht, ne? Den können wir direkt da hinten als Reserve stehen lassen. Das war auch wieder kurz und schmerzhaft für den Zombie. Sag mal, da hinten waren wir doch auch noch nicht oben. Waren wir hier schon drin? Moment mal. Doch, wir sind von oben gekommen und dann da runtergefallen, ne? Schon wieder ein Kampf gegen einzelne Gegner hier. Das lohnt sich doch eigentlich kaum, da für diesen Kampfbildschirm zu laden. Schade. Durchtrieben. Eieiei. Hier wird ganz schön zugelangt. So, und du musst jetzt hier irgendwie außen rum kommen. Und werte Fiora. Oder du lässt es bleiben. Einfach mal chillen. So, da ist die
potenzielle Dämonentruhe. Ich vermute. Das wird. So, welche Treppe führt jetzt hier nach oben? Die führt nach unten. Ach, Fiora hat jetzt auch Seekrankheit. Hä? Nein. Ach, ich dachte schon, ich wäre da gefangen. So, da sind wir wieder. Ich meine, so kann man hier natürlich auch sterben. So, dann tappeln wir mal hier hoch. Und haben direkt noch einen Kampf. Was soll denn das? Wo kommen denn diese ganzen Kämpfe her? Ich dachte, wir hätten das Schiff hier endlich mal geschafft, quasi. Oh, Rhiannon ist gar nicht mehr seekrank, ne? Ist ja total gut. Zu viel. Ja, warte kurz. Wir gehen das Risiko einfach mal ein. Wobei ich nicht weiß, wo wir uns hier bewegen können. Hier vielleicht. Ja, Andrasch musste eigentlich auch mal warten. Schlüpf mal hier durch. So, Janon schlüpft hier hinten auch durch. Das wäre natürlich auch voll der Knaller, wenn hier mitten im Kampf der Boden nachgeben würde und alle runterfallen würden. So, Rhiannon läuft hier mal ein bisschen rum. Sehr gut. Auch ein schöner Treffer. Fiora starr vor Angst wieder. Wie sollen das erst im Kampf gegen einen Dämon werden? Ich dachte schon 12, aber es waren nur 2. So, Rondre tritt jetzt mal hier mit ran. Wird Isora ein bisschen helfen. Oder ein bisschen mehr. Da hat Isora halt einfach auch gute Vorarbeit geleistet. Fiora schon wieder starr vor Angst. Auf geht's. Nochmal so ein schöner Treffer. Ja, nicht ganz so gut. Aber das Skelett ist auch ein bisschen dicker gepanzert, wie es aussah.
Oh, sehr schöner Treffer von Fiora. Frenia macht auch gut mit. Na komm schon. Ja, oh. Sieht so aus, als wenn wir gleich noch mal eine Heilpause einlegen müssten. Na, sehr hübsch. Und da haben wir besiegt. So, immer noch wenige Kratzer. Sehr gut. Das kann man von einigen Helden hier allerdings nicht behaupten. Ja, dann werden wir die beiden mal heilen. Vier. War schon mal besser. 7. Oh, jetzt habe ich es weggeklickt. Wahrscheinlich geht es jemandem nicht gut. Ja. So. Ich würde sagen, den Dämonenkampf müssen wir leider fürs nächste Mal aufheben. Oder? Ach, wir ziehen heute durch. Speicher kurz und dann ziehen wir hier durch. So, interessante Frage. Ist das hier das Steuerhaus? Nehm ihn mal mit, wenn der hier so rumliegt. Hat es ja damit vielleicht eine besondere Bewandtnis. Schon wieder ein Kampf. Wie viele Kämpfe kann man denn hier auf 3 Quadratmeter bitte quetschen? Mit der Wurfaxt. Brillant. So, mit dem Magierstab hier. Nimm das. Mal sehen, ob Fiora hier überhaupt irgendwann noch rumkommt. Kommt sie? Weil Rondriel irgendwie diese Runde Starfangst war? Ja, er scheint Starfangst gewesen zu sein. Auf jeden Fall war er nicht dran. So, wir schauen mal. Das hier wird ja nicht das Steuerhaus sein, oder? Also theoretisch ja. Unter üblem Gestank löst sich eine geisterhafte Erscheinung aus der Truhe und verfestigt sich zu einer dämonischen Fratze. Ein höhnisches Lachen erklingt. Wollt ihr den Dämon bekämpfen? Noch nicht, wir müssen noch looten. Möchtest du es nochmal machen? Unter Ja, gut. Also der Dämon wartet ja auch total nett auf uns. Während wir noch die anderen Kisten hier plündern. Ist irgendwas davon cool? Das müsste Isora gleich mal feststellen. Odem Arcanum. Scheinbar nicht, also schmeißen wir es gleich wieder weg. Hier den Dolch am besten auch. Die Armbrust dürfte echt ein bisschen was wert sein.
behalten wir. So, wo war denn hier das? Ich glaube, wenn ich hier so außen rum gehe, müsste eigentlich alles gut sein, oder? So, da rein müssen wir noch gucken. Hier oben in die Kiste wollen wir noch mal schauen. Ah ja, Silberschmuck. Was gibt's hier? Das Mengvilar nehmen wir mit. Das könnte auch ein bisschen was wert sein. Ich glaube nicht, dass der Säbel magisch ist. So, müssen wir hier noch mal reingucken. Haben wir noch gar nicht reingeguckt. Hallo? Der Boden gibt nach. Ich gebe auch gleich nach. Ups. Ja, wo muss ich lang? Schon in die Richtung. Nein! Hier. Oh, ist das zufällig? Das war doch nicht die gleiche Stelle, die war doch da weiter rechts. Oder nicht? Ich laufe natürlich direkt wieder genauso falsch. Ich will gar nicht wissen, wie viel Schaden wir insgesamt genommen haben. Als wir durch irgendwelche lustigen. Fallschirm gefallen sind. So, einmal speichern und dann den Dämon bekämpfen. Da bin ich ja mal gespannt, was für ein charyptischer Dämon das sein wird. Unter üblem Gestank löst sich eine geisterhafte Erscheinung aus der Truhe und verfestigt sich zu einer dämonischen Fratze. Ein höhnisches Lachen erklingt. Wollt ihr den Dämon bekämpfen? Ja, auf jeden Fall. Oh, eine Schatztruhe. Schlaferangst, sage ich doch. So, aber Rhiannon? Aha, damit rechnet der Dämon natürlich nicht. Ein Headshot ist es. Ist er total Kampfmagie begabt. Fulminictus! Problems, 10. Alle sind Schlaferangst. Er hat 2 Angriffe. Sein Streitkolben in der Hand, ich denke schon. Dann verpasst dem Hashtag mal eine. Ding, pariert. Fulminictus! Oh! Das war's schon. Natürlich nehmen wir den Säbel mit. Mit tiefen Zügen atmet ihr die Seeluft ein, als ihr das Schiff wieder verlasst. Froh darüber, diese Gefahren gemeistert zu haben. In der Tat. Plötzlich beginnt das Schiff heftig zu knarren und schließlich könnt ihr zusehen, wie das Schiff vor euren Augen in einem heftigen Sog in die Tiefe des Meeres gezogen wird. Dies ist das Ende der Legende von Marbo und dem verfluchten Totenschiff. Dann setzen wir mal unsere lustige Seereise fort. Fiora und Andrasch sind beide nicht mehr seekrank. Puh. Das war doch mal gut, ne? Wie sieht's denn hier aus? Das Totenschiff. Der zierliche Goldschlüssel sollte uns Zugang zur Kiste auf dem Oberdeck gewähren. Das Totenschiff ist in Efferts Tiefen eingegangen und wird die Meere nicht mehr unsicher machen. So, und was hat's gebracht? Offensichtlich kein Stufenaufstieg.
Aber 4 kann ich fehlen. Oder? 50 noch. 65 noch. Ja, vielleicht fehlt doch noch ein bisschen was. Ja, Hauptsache ein bisschen Loot. Können wir das hier verkaufen in Liscor? Ah, Liscor hat alles. Sehr schön. Haben wir auch noch Zeit? Ein bisschen. Machen wir aber nächstes Mal, Jungs und Mädels. Wir werden hier auch erstmal ein, zwei Tage ruhen, ne? Gucken, ob wir uns mit irgendwelchen Krankheiten angesteckt haben. Im Travia-Tempel waren wir gerade erst. Ansonsten gibt es hier nur einen Swafnir-Tempel. Ja, dann würde ich sagen, für heute war es das auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.